Садите, пожалуйста. Ja, ich glaube, wir haben auch die Demokratie gestärkt als AfD. Wir haben die Wahlbeteiligung deutlich erhöhen können, über 10 Prozentpunkte. Damit haben wir tatsächlich, glaube ich, einen großen Dienst erwiesen, dass viele Menschen sich wieder politisch interessieren, weil es eben jetzt auch mal wieder Andersdenkende in der Politik gibt, auch in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist für die CDU natürlich umso bitterer und die haben das auch ehrlich zugegeben, weil Mecklenburg-Vorpommern ja Merkels Stammland ist. Wir werden weiter daran arbeiten, dass sie dieses Stammland verliert. Es ist wohl unübersehbar, dass sich unser Land in einem politischen Umbruch befindet, der, und hier scheint mir das Wort nicht zu hoch gegriffen, eine historische Dimension hat. Die von uns sogenannten Altparteien oder ich benutze bevorzugt den Begriff Kartellparteien wackeln erkennbar immer mehr und man kann nicht übersehen, dass wir dieses Land als Alternative für Deutschland umkrempeln. Man stelle sich einmal vor, wo wir genau heute vor einem Jahr standen. Das war immer noch kurz nach dem Essener Parteitag und da waren wir unterhalb der 5%-Hürde und schauen Sie, wo wir heute stehen. Dann kann man sagen, wir sind inzwischen Volkspartei. Und Ihr Tipp an die großen Parteien, was müssen die denn machen, damit die AfD... Es ist ein ganz, ganz klares Signal und ich sage das in voller Überzeugung, wir wollen langfristig in diesem Land regieren. Und diesen Weg gehen wir beharrlich, unbeirrbar und Schritt für Schritt immer weiter, bis es soweit sein wird. Man hat so ein bisschen gemischte Gefühle. Und zwar... muss ich sagen, ich habe mich schon sehr erschreckt über die 20-21% der AfD, was aber nicht überraschend kam. Man hat es so ein bisschen kommen sehen und ja, ich glaube, das Problem ist, dass die Leute einfach Angst haben, Angst um ihre Existenz letztendlich, ja, dass sie ihre Arbeitsplätze behalten. Keine Ahnung, das ist ein bisschen eine absurde Angst. Ich glaube, die Menschen aus der ehemaligen DDR sind auch nicht gewohnt, mit Fremden umzugehen. Das haben sie nicht gelernt. Ich kann sie mir nicht erklären, denn wirkliches Wahlprogramm haben die nicht vorgelegt. Sie haben also nur die ganze Flüchtlingspolitik hochgeschaukelt. Da sind natürlich viele nicht mit zufrieden, aber ich glaube nicht, dass die sich richtig damit auseinandersetzen und die ganze Tragweite, was danach kommen kann, nicht begriffen haben. Ich hoffe, dass die jetzige Regierung wie sie auch immer zustande kommt, aber dass die da gut gegensteuert und das hoffentlich besser macht. Super.